Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Wetter hier am Strand von Maspalomas. Heute am 21. April 2022. Es ist 7 Uhr und 53 Minuten. Ja, das aktuelle Wetter heute früh oder heute Morgen, Wolken, Sonne, Mix. Die Sonne ist gerade aufgegangen, offizieller Sonnenaufgang um 7.31 Uhr. Sonnenuntergang um 20.30 Uhr. Der Wind soll auffrischen, sogar noch etwas stärker wie gestern, bis 31 Stundenkilometer. Luftfeuchtigkeit knapp 60%. Ja, und ansonsten seht ihr ja selber, was hier los ist. Ja, heute ist eigentlich auch ein bisschen durchwachsen angesagt. Wettervorhersagemäßig den ganzen Tag über auch ein paar Wolken. So, wer möchte, morgen um 16 Uhr Treffpunkt hier am Leuchtturm. Wer Interesse hat, kann man sich ein bisschen unterhalten mit und ohne Kamera. Und da gibt es auch die Bilder von Victor, die schönen Gemälde, wenn jemand ein Mitbringsel braucht oder sucht ein schönes Geschenk. Dann kann er da fündig werden. Ja, Wellen, man sieht wieder drei oder vier aufeinanderfolgend. Also gleichzeitig. So, die Spiegelung jetzt hier im Hotel Faro, ja, die Silhouette, das Motiv ändert sich mit dem Pavillon davor. Ja, und schaut euch diese Wolken hier in den Bergen an. Wir waren ja gestern unterwegs zum Essen in der Cueva Cuevita, also in der kleinen Höhle Richtung Ayagaures. War sehr gut, typisch kanarisch. Also man kann da auf jeden Fall sehr gut essen, Tapas essen und andere Gerichte. Hat sehr gut geschmeckt und man ist ganz, ganz nett aufgenommen, empfangen worden. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Mit dem Auto 10 Minuten genau von Maspalomas entfernt. Ihr werdet dann so ein kleines Video sehen. Ja, die Berge, da sieht es richtig bedrohlich aus. Und ich möchte auch sagen, da regnet es auch ein bisschen. So, jetzt geht es ein bisschen schneller Richtung Punta de Maspalomas. So,
So, irgendwie wird der Weg heute versperrt durch die vielen Steine hier. Wir haben, glaube ich, anlaufendes Wasser und da sieht es ein bisschen anders aus. Also ohne Schuhe auch immer ein gewisses Risiko. Ja, man muss ausweichen und das ist gar nicht so einfach, denn die Düne hier, die ist bis ans Wasser runtergekommen und durch den Wind gestern, schaut her, und da wird dann auch bald wieder der Radlader kommen und wird ja diese Spur dann wieder befahrbar machen. So, und deswegen mache ich hier einen kleinen Abstecher. Ja, von dieser Seite habe ich das ganz selten mal gesehen. Ja, auch hier hängen die Wolken tief, aber erst, ihr seht es hinter dem Rio Palas in den Bergen. So, jetzt ist die Spur hier zum Laufen wieder etwas besser, aber aufpassen muss man mit den Steinen. Ja, dann kommen wieder die Fragen. Wie immer. Schirme liegen sind zu wenig, das ist bekannt. Bestellt sind sie, wenn sie nicht kommen, werden die schon gebrauchten aufgearbeitet. So war die Aussage oder ist die Aussage. Ja, und das Problem hier mit den Buden ist bekannt. Betreibergesellschaft von früher und die Gemeinde haben ihre Differenzen. So, und jetzt sieht man dann auch wieder hier den anderen Teil oder den nächsten Teil der Insel San Agustin bis nach Bahia Feliz. Und bei so einem Wetter kann man auch mal eine Tagestour machen, mit dem Bus dahin fahren, am Strand laufen oder den Weg hier direkt. Die Möglichkeit besteht, bis nach Bahia Feliz zu kommen, zum kleinen Sportflughafen, wer das möchte. So, sonst laufe ich immer da unten, heute hier oben. Man kann gut laufen, die Spur ist einwandfrei. Also keine Angst, auch bei Hochwasser und Steinen kommt man hier bequem von A nach B. So, ich gehe auch wieder jetzt zurück Richtung Faro.
So, mir kommt so vor, als ob die Wellen etwas nachgelassen haben. Ja, viel dunkler Sand hier angekommen. Ich habe gerade Bekannte getroffen hier, die sind in Zeit oder sind für 7 Wochen hier, noch 2 Wochen, sind auch jeden Tag am Strand. Und die haben gesagt, jeden Morgen irgendwas anderes, man sieht jeden Tag neue Sachen, und die machen auch regelmäßig ihren Strandspaziergang hier. So, habe mich gerade ein bisschen unterhalten mit den beiden. Ja, nettes Gespräch gehabt. Und die wohnen ja hier nicht fest, sondern im Urlaub. Und freuen sich jetzt auch am Strand zu sein und die Stimmung hier am Morgen zu genießen. Das ist am Morgen also für mich am schönsten. Und nicht nur für mich. Auch angenehm, dass wir jetzt keinen Wind haben, vorhergesagt ist er. In den Bergen klart sich das auch ein bisschen auf. Ja, ich weiß es zu schätzen, jeden Tag hier spazieren gehen zu dürfen. Das ist ganz sicher. Ja, man hat viel Zeit, oder ich dann auch, zum Nachdenken, und dann kommt so das eine und das andere, die Erinnerungen, die lange Zeit Gran Canaria. Ich habe eins bereut, und zwar, dass ich nicht jeden Tag so ein kleines Tagebuch geführt habe. Das wäre dann ein schönes Buch gewesen bis jetzt. Schaut euch die Berge an, wie schön das aussieht hier. Die einen sagen, es ist karg, klar, aber wetterbedingt. Und jetzt kommt so ein kleiner grüner Flaum dazu. So, ich bin wieder fast zurück.
Ja, was soll ich sagen? Einfach nur schön, entspannend, beruhigend. Ja, im Moment ganz leichter Wind, aber sehr angenehm. Es wird ja auch gleich wieder wärmer. Ich sehe gleich unser Thermometer. Grad und die Uhrzeit 9:12. So, das war eine schöne Runde heute Morgen. Und mit diesem Blick auf das Hotel Palm Beach verabschiede ich mich jetzt und sage bis später zur Realität bzw. zum nächsten Wettervideo. Und wenn dazwischen irgendwas ist, dann melde ich mich. Ganz einfach. Hasta luego.